Somit, willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir sind jetzt bei der Polizeistation, bei der Schau dir die Bankflecken an. Wir haben Bruderschaft eine ganze hier. Munitionskiste viel mehr gebraucht, geworden um hier, Stellung ne? zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Sind echt gut, also verteidigt, sage ich jetzt mal, sind eigentlich ganz gut. Wir haben da vorne eine schöne Mauer gebaut. Eigentlich ganz optimal für so ein Gebiet. Jetzt fangen wir mal bei der Bruderschaft an, ob wir Hilfe bekommen dafür. Ich glaube, es ist jetzt mal nicht so stark. Aber wir bekommen auf jeden Fall von unserer Siedlung auf jeden Fall Meiner Hilfe. Erfahrung nach finden Entschuldigung, Paladin Dance. Die Kavallerie ist da. Hat die dicken Knarren Sarg. Mitgebracht. Dieses Schiff. So was habe ich noch nie gesehen. Beeindruckend, nicht wahr? Wir nennen sie die Pridwin. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Maxon? Der Mann ist ein Irrer. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stählernen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Paladin Dance? Lancer Captain Kells erwartet uns auf der Pridwin. Durchladen. Dann. Du musst einige Ziele beseitigen. Vielleicht noch die Mission, damit wir auf jeden Fall an was rankommen. Die Solo-Bänder. Steigen in den Vertibird. Wenn ich doch wieder im Hauptquartier wäre. Mit der Pridwin über dem Kopf fühle ich mich deutlich sicherer. Boah, du Fettsack. Bin durch die verdammte Kacktür. Hallo? Ah. Jetzt. Jetzt. Mal gucken, vielleicht können wir, wie gesagt, alle dazu, dass die uns ein bisschen helfen. Vielleicht noch Deacons-Missionen machen und ein paar Hilfen haben. Oh, bitte, bitte lass mich ans Geschütz. Man sieht nicht viele Vertibirds in diesem Zustand. Also, flugfähig. Die Antwort, die ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Einige. Wir werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Das ist echt der Hammer. Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die Stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth nee, zu nee, das wird schon nicht passieren, ist unsere Pflicht. Und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Das ist noch ein Vertibird. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Da steht ein Wachbord. Das Schiff habe ich auch schon gesehen. Und ich glaube auch, ja, das ist schon bei mir markiert. Das hatte ich ja auch noch gefunden. Müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich glaube, hinten bei nur gar nicht. Nee, nee.
oder? Na doch, hier waren wir auf jeden Fall, aber hier unten waren wir noch nicht. Flughafen Boston. Alter, ist Kanonenrohr das Ding. Oh, wow. Da ist sie. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, Soldat. So, wie kommen wir jetzt rein? Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Achso, du drehst. Ich bin bereit. Siedlungsreduktionsskanal, das heißt, wir sind. Die Burg ist da unten. Ach so. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddie Spendern? Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Oh, Level. Level up. Das wäre schon nice. Ich sehe uns keine Schranke essen, ob das wäre optimal, auf jeden Fall alles zu essen. Wie machen wir das? Ich würde gerne noch auf den Rüstmeister gehen. Ja, machen wir es mit dem Rüstmeister. Das denke ich auf jeden Fall auch noch. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Kells. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Das Äußere kann täuschen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Okay. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Nö. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Okay. Willkommen an Bord. Ältester Maxim hält seine Ansprache auf... Bin ja schon unterwegs, mein Freund. Bin ja schon unterwegs. Brüder und Schwestern. Der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen.
Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Und der Kerl gefällt mir auf jeden Fall nicht. Legt sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Jo, Junge. Hier ist das Schicksal der Leute des Commonwealths. So gut, komm nur noch näher. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wieder... Nein. Will nicht, dass das Nick nicht gefällt. Nick ist eigentlich ganz gut. Dabei. Ich laber schon wieder 9 Jahre. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, rede ohne weiter. Sie je in Frage Nick, möchtest du über etwas reden? Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, Meinung. Ist es an der Zeit, was meinst du? Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Ich wollte nur mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Du versuchst, die Dinge hier draußen zu ändern. Deswegen gehörst du für mich zu den Guten. Sonst erstmal nichts weiter. Sicher, sicher. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth. Ey. Eine Roboterperversion der Technologie. Mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sie selber. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. So. Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Wenn Sie das sagen. Ich verstehe Ihre Zweifel. Die Waffen auf die Menschen zu richten, die man zu retten versucht, kann sehr schwierig sein. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Nice. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritwin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritwin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ah, das ist nice. Öffnen persönlichen. Okay. Ich muss mal eben. Ich nehme mal das raus. Das heißt, ich müsste jetzt dahin.
Power-Ausrüstung. Nein, nein. Aber ich weiß gar nicht mehr den Befehl. Player.SAV oder so. Wait, muss ich glaube ich angeben. Eigentlich Power-Ausrüstung will ich gar nicht anziehen. Wie ist der jetzt Status? So. Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Da hinten ist auf jeden Fall unsere Kiste. Und wie sah es da draußen aus? Wir Paladin Dance? Da bist du ja. Oder? Wie lief es mit Ältester Maxen? Ich war sehr beeindruckt von ihm. Er scheint zu wissen, was das Beste für die Leute ist. Ganz genau. Ohne seine Entschlossenheit wären wir verloren. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ich lasse dich nicht. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Geht mir gut. Auf geht's. Wunderbar. Nee, warte mal. Vergiss es. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Die Jagd auf Eddie Winter fortsetzen? Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Wäre nett. Wir beide wieder gemeinsam da draußen. Gehen wir. Gut, gehen wir. Kaum zu glauben, dass du mich mit diesem Ding ersetzt hast. Ganz recht, Kumpel. Kannst du jetzt nicht jemand anderem auf die Nerven gehen? Können wir eigentlich hier lassen oder nicht? Flughafen Boston, ja klar. Schön, dass wir im selben Team sind. Ich glaube, wir können. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Warte mal, ich will noch. Jetzt muss ich die Mission einmal ausschalten hier. Wie muss ich da am besten quatschen? Bestimmt mit dem Eierkopf da hinten, ne? Ja, aber klar. Stellen Sie sich der restlichen Crew der Pritvan vor. Dann treffen wir uns auf dem Flugdeck. Ältester Maxen, ich habe Baupläne für einen Signalfänger, mit dem ich ins Institut gelangen kann. Ein interessanter Vorschlag, den ich sicherlich in Erwägung ziehen werde. Bevor ich aber einen meiner Soldaten ins Institut vordringen lasse, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. In der Zwischenzeit erwarte ich, dass Sie meine Befehle befolgen und sich in Geduld üben. Ich verstehe, Ältester. Ich weiß, dass Sie enttäuscht sind. Aber Sie müssen die Sache auch einmal aus meiner Perspektive betrachten. Ich bin nicht bereit, das Leben meiner Soldaten aufgrund einiger simpler Baupläne aufs Spiel zu setzen. Geben Sie uns etwas Zeit, die Informationen zu bestätigen, die Sie entdeckt haben. Und wenn die Zeit reif ist, werde ich alles tun, um dieses Gerät zu bauen. Das verspreche ich Ihnen. Das wäre alles, Ritter. Toll. Hm. Ich kann das Ding auch so einfach hinscheppern, mein Gott. Das erste. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Vor dem Krieg. Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Erinnere mich nicht. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Nun, da du offenbar unter keinen langfristigen negativen Auswirkungen leidest, gehe ich mal davon aus, dass das nicht der Fall war. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich.
Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Nein, nie. Also gut. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. So. Amber. Nächsten abklappert da hinten. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was willst du denn mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Der Müll muss natürlich entsorgt werden. Freut mich, dass du das auch so siehst. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Finde ich ein Papapa, okay. So, irgendwo wieder so ein optionales Ziel. Das können wir mal irgendwann machen. Jetzt haben wir noch da vorne zwei. Bleib weg von den Ghoulen. Versuch's mal. Es sei denn, du möchtest dir die Strahlen. Proctor. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Du musst ein bisschen groß, ne? Nicht ganz, was ich erwartet habe. So, hätte ich keine Beine? Danke, Bruder. Ich du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwen abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Tja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Okay. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Okay, also ich krieg da hinten die Powerrüstung. Drei. Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur der Wenn ältester Maxon mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu bringen. Tag. Proctor. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht. Versprochen. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Sieht unbequem aus da drin. So schlimm ist es gar nicht. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs. Proctor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen.
Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. Okay. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Verzweifle nicht, Bruder. Was führt dich heute zu mir? Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer. Mit allen nötigen Mitteln. Mit allen nötigen Mitteln? Du gibst mir hierbei also freie Hand. Ganz genau. Tja, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Glaubst du, du schaffst das? Bin dabei. Gut. Hier ist die Farm. Diese einfachen kleinen Zivilisten überzeugst du bestimmt. Klar, das... Entschuldigung, Proktor Tegan. Mir ist klar, dass die Mission nicht sonderlich ruhmreich ist. Aber das ist Verhungern ja auch nicht. Handeln. Lass mich sehen, was du hast. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. So, du hast noch gar nicht so viel. Wir können das mal aufbereitet das Wasser hier nehmen. Zack. So. Kampfausrüstung brauche ich nicht. Lederkombis. Leichte Rüstung, leichte Hunderüstung. Oh, packen wir mal alles weg hier. Ich kaufe auch gleich bei dir ein. Also ein bisschen loswerden. Rechtes Bein. Schwere Hundertrüstung. Die 60 linke Arme habe ich sogar noch. Die müssen wir behalten. Das ist auch schlecht. Meine Waffen, Billardkö. Baseballschläger brauchen wir nicht. Billardkö brauchen wir auch nicht so viele. Ich sowieso, glaube ich, noch welche. Improve. Improve, Jagdgewehre. Kronkorkenmine, Kryo, Laser, boy, alles nicht. Laserpistolen weg. Lucky Shot, auch alles beschriftet. Planken, alle 7. Er bringt natürlich ein bisschen mehr Kohle, ne? Ja, ich glaube, wir können dem gleich ausnahmsweise abkaufen. Superhammer, Vorschlagshammer. Was ist das denn für eins? Ne. Glück, Stufe 4, nee. Nee. Was haben wir denn für ganze Mist hier noch? Oh no. Die können wir einfach einkaufen. Das kann weg. Stufe 6. Ja, komm mal, was so, jetzt kaufen wir noch ein bisschen an Waffen. Splitter. Ne, das ist alles interessant. Tegan.
bisschen teuer, ne? Wohl. Geht eigentlich. Sollen wir das mal mitnehmen? Den könnte man eigentlich kaufen. Zwar noch unsere Sachen. Auch wollte Power-Rüstungsgestell kostet. Oh, alter Schwede, bist du denn irre? Glasfaser, was kostet das denn? 1000. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Gold, was ich ausgeben kann. Öl auf jeden Fall. Ja. Ballistische Faser. Patronen. Ja, nehmen wir mal wieder nur 120 Stück mit. Fusionskerne. Kaliber 50. Ich habe noch ein bisschen Schrotflimpe und noch eine Leuchtpistole, Geistbolzen. Die brauche ich nicht. Komm, die kommen auch noch. Nein. Jo. Ich glaube, das ist optimal. So, mit wem muss ich jetzt quatschen? Trifft ihn mit dem Ältesten, alles klar. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Achso, ich habe ja noch die Power-Ausrüstung, die ich mitnehmen kann. Ich kann noch einsteigen. Das ist natürlich super. Ich will eigentlich nur das Gestell mitnehmen. Das wäre ja sinnvoll. Lass dir all die PS mal nicht zu Kopf. Player.sav, ich glaube, so war das. Und dann Carry Weight 2000. Players.av oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie gesagt, ich muss hier mal nachgucken. Carry Weight 2000. Ich schau mal eben kurz nach. Ich mache sowieso einen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann erhöhe ich mein Gewicht, dann weiß ich auch den Befehl wieder. Und dann sprechen wir mit dem weiteren und gucken wir mal, was auch die Farm dazu sagt, wenn wir deren ein bisschen Sachen klauen möchten. Wir sehen uns gleich wieder.